Meier Fuber, guten Tag. Hallo, mein Name ist Miriam. Herr Reyes Spenker? Nein, hier ist Herr Meier Huber. Oh, bin ich hier richtig? Also ist der Peter zu sprechen oder Banker Reyes? Ich bin der Peter. Ach, Peter, bist du das? Okay. Ja, 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 Ich, also ich. mein Name ist Peter. Peter, Ja. okay. Ich wollte auch mit dir sprechen. Ich hatte Ja, mich, Peter, heute Morgen bei dir. wer ist denn da? Ich kenne sie nicht. Heiße Miriam, ich melde mich von Deutschen Energievertrieb und ich Ja. habe heute Morgen angerufen. Ich habe mit Raje Spenker, mit deinem Mitbewohner, Ja, Freund gesprochen, der ja? wohnt hier. Da, Ich habe das ein. ist richtig. Genau. Und wir haben mit Raje Spenker einen Vergleich gemacht über Strom und Gas. Wieso, wie hoch sie da zahlen. Und sie zahlen ja 85 Euro beim Strom, richtig? Woher wissen Sie das? Sind Sie von den Ich habe. Stadtwerken? Ich melde mich von Deutschen Energievertrieb AG. Wir arbeiten Ja. mit großen Anbietern zusammen. Ich habe mit deinem Freund, mit Raje Spenker, einen Vergleich gemacht. Ja. Und er hat mir das alles gesagt, was sie beim Strom und beim Gas zahlen Ich würden. mag rote Na? Gummibärchen. Peter, sind Sie bei Vattenfall oder wie ist das? Ja. Beim Strom. Genau. Ich will zurück in Und den immer mal so. Brocken-Raum. Okay. Hallo. Okay, und ja, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie sehr Hören gut Sie mich? hören. Ja. Okay, super. Sehr schön, sehr schön. Ja, Und zwar, das bin ich. also Grundversorgung ist immer teuer, Peter. Ja, ich habe jetzt einen Vergleich gemacht. Sie würden zum Beispiel nur im Monat 53 Euro zahlen brutto beim Strom. Und 2 Jahre lang festen Preisgarantie. So viel weniger. Wie kann das denn sein? Das ist doch nicht möglich. Wissen Sie warum? Und Ja, zwar, ich höre Ihnen zu. Grundversorger, super. Grundversorger ist immer teuer, weil sie haben momentan 29,79 Cent Kilowattstunde. Ich habe hier 26,69 Cent. Warum wir günstig sind? Ja. Weil diese Tarife, die ich Ihnen genannt habe, die finden Sie nicht im Internet. Die sind speziell für Sie da. Weil Was ist mit dem Badenova Internet? produziert. Nein, nein, nichts ist mit Internet. Hm. Diese Tarife, die finden Sie nicht im Internet, habe ich gemeint. Ach so, weil im Peter, Internet das okay. funktioniert jetzt schon seit 3 Tagen nicht mehr. Kein Problem. Okay, kein Problem. Peter, es ist jetzt so, warum sind wir günstig? Weil die sind speziell für Sie Ich da. mag große Ja, beim Strom. Wassertiere. Timmer. Peter, Ja. dieses Strom und Gas läuft ja auf deinen Namen, richtig? Ja, das ist mein Mietvertrag. Also läuft dieses Strom und Gas auf deinen Namen, Peter, oder auf über Vermieter? Wie ist das? Ich wohne hier und wir sind Mieter. Das ist richtig. Aber dein Freund hat gesagt, das läuft auf deinen Namen, diese Strom- und Ja, Gasrechnung, richtig? ich bin der Hauptmieter. Ach so, okay, da bin ich Ja. ja richtig. Also, Und beim was? Strom, Peter, Ja, würdest du, haben wir denn jetzt immer zu würdest du, viel bezahlt? genau, weil Grundversorgung immer teuer ist. Ist ja logisch, ja. Und ab Januar ist der Preise sehr hoch geworden. Wir haben Bei Wattenfall Geld wieder auch. bekommen. Genau, das ist ja bei jeder Anbieter so. Wenn Sie wenig benutzen, kriegen Sie immer was zurück. Ja. So, also 53 Euro beim Strom und beim Gas. Ganz kurz bitte. Sie zahlen ja 60, 70, richtig beim Gas? Und Gas. 73, 17. Timme. Ah ja, okay. Und ich habe hier zum Beispiel beim Gas, da sind Sie beim Gaswerk, richtig? Beim Gas? Ja. Genau. 45 Euro würden Sie beim Gas zahlen, brutto. Auf 2 Jahre lang Garantie? Das ist ja fast die Hälfte. Ja, das ist ja fast die Hälfte.
Brauchen Sie nicht, das ist zu viel, was Sie zahlen. Grundversorgung ist immer teuer. Schauen Sie mal. Aber Sie haben 5,8. warum ist das so viel teurer? Weil Grundversorger immer teuer ist. Weil die produzieren ja den Strom nicht selber. Und Badenova produziert den Strom selber. Weil ihr Hauptversorger kauft ja ab diesen Strom. Verstehst du mich, Peter? Deshalb. Wer produziert selber? Ich habe das nicht verstanden. Unsere Anbieter, Ach so. Badenova, produziert den Strom selber beim Strom und hat 100% Ökostrom aus Wasser- und Windkraft. Das bedeutet, 45 Euro Gas und Strom war, ganz kurz bitte, damit Sie auch Bescheid wissen, ganz kurz bitte. Soll ich das Und beim aufschreiben? Strom, nein, nein, brauchen Sie nicht. Das bedeutet, 98 Euro würden Sie Strom und Gas zahlen. Klasse. Ich denke noch zurück an die gute alte Zeit. Da war das alles noch viel günstiger. Da war das kein Ja, Problem. natürlich. Ich will zurück Da in war den es kein roten Problem. Raum. Ich mag keine blauen Räume. Ich auch nicht. Peter, Ja. ich schlage jetzt dir vor, ich werde die Unterlagen alles rausschicken, damit du erstmal schwarz auf weiß vergleichen kannst. Ja? Dann kannst du auch sofort den Unterschied sehen, wie derzeit sie für drei Personen mehr bezahlen, wie Ersparnis sie bei uns haben. Peter, dann der halt. Kann ich denn einfach bei Vattenfall kündigen? Das geht doch bestimmt nicht so einfach. Ich helfe dir, Moment. Hey, Peter, du machst nichts. Badenova macht alles für Sie kostenlos. Die Kündigung, die Wechselung, die Papierkrame, die Aber An- und Abmeldung und so weiter. die können doch nicht meine Verträge kündigen. Wir sind doch hier nicht in Nordkorea. Peter, natürlich nicht. Erst kriegst du die Unterlagen nach Hause geschickt, verstehst du mich? Und dann behältst du die Verträge auf die Seite. Und dann, wenn es soweit ist, Ja. nach dem Grundversorger macht Badenova alles für Sie kostenlos und dann werden Sie auch informiert, wann der Wechsel überhaupt zustande kommen kann, Peter. Verstehst du mich jetzt? Ja, aber Jetzt natürlich nicht. das muss ich doch vorher wissen. Natürlich. Ja. Natürlich, jetzt noch nicht, Peter. Du kriegst erstmal die Unterlagen von mir nach Hause geschickt, ja? Circa 2 Wochen dauert das, bis du die Unterlagen von mir hast. Nach Warum Hause, okay? dauert das so lange? Streikt die Post schon Ja, wieder? wir haben zurzeit. Nein, nein, nicht natürlich. Wir haben hier zurzeit viel, ist es bei uns los Ja. und es dauert halt 2 Wochen, bis es da ist. Ja, die Wo Unterlagen. Und rufen Sie denn überhaupt an? Augsburg. Direkt von Augsburg. Und Wo dann? ist das Ja. bei Nordrhein-Westfalen? Kann schon nicht, da weiß ich nicht. Ich bin auch ganz neu hier. Ich bin noch So. ganz neu hier. Haben die Ja. Ihnen nicht gesagt, wo Sie hinziehen? Das ist nicht gut. Augsburg, ganz ist so eine Stadt vor Augsburg. Also, Moment, ich schau mal nach. Ganz kurz, Ist bitte. das Ihr erster Tag heute? Oh. Nein, natürlich nicht. Moment, bitte. Das wäre Also, ja wir auch nicht haben schlimm zwei Stellen. gewesen. Ich helfe immer gerne. Nein. Spitze. Ja, ich mag, ich Moment, ich schau mag, mal nach, wo wir jetzt. ja, ich mag rote Gummibärchen. Also Augsburg ist in der Nähe von Kissing und Gersthofen, sehe Ja. ich gerade. Dann In wissen Sie jetzt ja nach auch, wo Sie Bayern. wohnen. Genau. Ist das da, ist das in der Nähe von Altschauer Berg? Kissing und Gersthofen steht da. Weiß ich nicht. Moment, Da ich will, schau da mal müssen Sie nach. aufpassen, das ist sehr gefährlich. Wir haben da mal Urlaub gemacht. Ach so, wirklich? Ja, Wusste ich nicht. das ist nicht gut. Und einmal waren Naja. wir in Indien. Ah, nein, war ich noch nicht. Guck mal, Peter, mach mir das so. Ich kann jetzt nicht alles hier am Telefon sprechen. Ich werde, guck mal, jetzt nochmal, damit du mich gut verstehen kannst, Peter. Ich werde Ich jetzt die verstehe Sie Unterlagen nach sehr Hause gut. schicken. Das ist klasse. Ja. Peter, ich werde jetzt die Vertragsunterlagen nach Hause schicken, damit du nicht mehr viel zahlen kannst. Und wenn du die Unterlagen hast, Peter, behalte nach dem Vergleich, behalte einfach nur die Unterlagen auf der Seite. Und wenn es soweit ist, Badenova ruft dich an und ruft Vattenfall und Gazak an und fragt mal denen, wann der Wechsel überhaupt zustande kommen kann. Und Ah, natürlich ist das eigentlich deine Entscheidung. ja.
Aber? Aber wann? Wie, Aber? wie, 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 wie viel muss ich denn jetzt dann bezahlen, wenn ich das überhaupt haben möchte? Also 54 € Strom statt 85 und 45 € beim Gas würdest du dann zahlen. Ich verspitze. Sie zahlen ja momentan 85 Strom, 70 Gas, ne? Ja, und Das ist zu viel. wer sagt mir, dass das morgen nicht auch bei Ihnen so teuer wird? Wir haben ja 2 Jahre lang festen Preisgarantie, Peter. Und nach 2 Jahren, was passiert dann? Wenn Sie zufrieden sind mit unserem Tarif, Peter, dann wird es um ein weiteres Jahr verlängern. Sie würden nie bei den Erhöhungen betroffen werden, Peter. Warum sprechen Sie mich eigentlich immer mit meinem Vornamen an? Kennen wir uns aus Weil ich dem habe Ihre. Sandkasten? Nein, natürlich nicht. Ich habe Ihre Familiennamen nicht. Weil Huhu. Daje Spenker hat Ja. gesagt, dass Sie Peter heißen. Also Ihre Familie, wie heißen Sie denn mit Familienname? Huhu. Herr Peter. Hugendobel. Nochmal? Huhu. Mein Name macht mich immer nervös, weil ich den nicht mag. Ich heiße Hugendobel. Hugendobel? Ja. Mhm. Hugendobel. Ja, und was hat Rajesh dazu gesagt? Fand er das auch gut? Ja, er hat gesagt, es ist super, aber ich kann nicht selber entscheiden. Du musst schon mit Peter sprechen, der macht das. Er hat gesagt, das ist der Klasse, die Preise. Er möchte das schon haben. Weil sie hat bis jetzt immer, sie haben ja immer bis jetzt viel bezahlt gehabt. Er hat gesagt, ruf um 16 Uhr an. Der Peter ist da, Ja, ich Herr Hugendobel. bin gerade zur Tür reingekommen, als Sie angerufen haben. Ach, ist das er? Ach Gott, Ja, super, da das habe ich ist jetzt Glück gehabt. wunderbar. Genau. Oh, und ja, Und er hat gemeint, dass wir das dann machen können mit ihm zusammen, weil der, ja. weil Anschlussinhaber sind Sie ja, Herr Hugendobel. Ja. Eine Frage, ich brauche aber, Herr Hugendobel, ganz kurz Ihre Mithilfe, da ich dann die Papiere heute rausschicken kann. Bitte korrigieren Sie das mal. Mariendorfer Damm 179, richtig? Nicht, die Adresse ist richtig, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich das überhaupt haben möchte. Sie haben Also mir noch dann gar nicht gesagt, werde ich das nochmal wiederholen. wie lange kann man denn bei Ihnen kündigen, wenn man dann weitergehen möchte? Wenn Sie dann nicht möchten, Herr Hugendobel, sagen wir Nein, mal. Aber warum denn? Sie haben uns erspart. nach den 2 Jahren meine ich. Ach so, Sie haben ja Kündigungsfrist. Sie haben eine Kündigungsfrist für 1 Monat, Ein Monat. Herr Hugendobel. Auch Natürlich. innerhalb der 2 Jahre. Wie genau, Sie, also wie bei jedem Anbieter, Herr Hugendobel. Aber ich glaube nicht, dass Sie sich kündigen möchten. Wissen Sie warum? Weil meine Kilowattstunde und Grundgebühr, die sind sehr, sehr günstig, die nicht speziell, die nicht im Was? Internet Da muss ich jetzt mal ganz indiskret fragen, was kostet denn eine Stunde bei Ihnen? Beim Strom? Bei Erstmal? Ihnen? Ja, was kostet eine Stunde Genau. bei Ihnen? Also bei mir ist es 26,69 Cent und du und Sie haben 29,79 Cent, sehen Sie? Bei Ihnen kostet eine Stunde 26 Cent. 26 Cent, genau, und Sie haben 29 Cent. Dann werde ich den Wow, ganzen das ist ein Wohnblock Unterschied. dahin schicken. Ach, ist das klasse. Ja, weil Genau sonst so war kostet es das auch viel so. mehr. Kriege ich P P Da haben Sie Provision, recht. wenn ich Ihnen Kunden Eine. bringe? Da muss ich dann hinschreiben und notieren. Eine Frage, Herr Hugendobel, wie viele Zähler haben Sie denn insgesamt? Ein Strom und ein Gas oder Ich noch habe mehrere? bis auf 3 Zähne habe ich noch alle. 3? Nein, mir fehlen nur 3? 3 Zähne. Das habe ich nicht gemeint. Nicht Zähne, Zähler. Sie haben gefragt, wie viele Zähne ich Oh mein habe. Gott. Und ich habe Ihnen geantwortet. Das Und habe jetzt haben Sie mich ausgelacht. Aus Nein, 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 diesem Grund nicht Ihnen. hat mir meine Mutter verboten, Ich mit habe nicht Fremden zu Zähne. reden. Meine Mutter hat immer gesagt, die Nein. Welt ist böse zu dir. Deshalb habe ich nicht gelacht. Ich habe gemeint Zähler, nicht Zähne. Deshalb habe ich gelacht. Hallo. Ich habe sie nicht ausgelacht.
Samstag. Hallo, Hallo. sag mal, wie redest du mit, Hallo. wie hast du mit meinem Kumpel geredet, der jetzt weinen? Was du gemacht mit ihm? Was du gemacht? Der weinen. Nein, auch wirklich. Oh Ich Gott. habe Zeno gefragt. Er hat Zene gesagt. Warum Du heult kannst, er? das ist ein empfindlicher Mann. Er hat Nein. Jagdschein. Du kannst nicht so mit ihm Oh. reden. Oh mein Gott. Du Ich denke, ich habe kannst doch nicht so was was Gutes machen. gesagt. Ich habe was Gutes Warum gesagt. du ihn beleidigen? Der kann nichts dafür. Das hat der Dachschaden. Der hat sich das nicht aussuchen. Danke, ich habe ganz gut was Oh Gutes Gott. gesagt, nicht was Schlechtes. Was Weißt du, zu was ich dir gesagt sagen? habe? Weil ich habe gesagt, Der sagt, du bist oh sehr böse zu nein. ihm gewesen, right? Nein, bin ich nicht, Jetzt kriegst du Denker. Ich bin zehn, doch nicht ein böses jetzt musst du Frau. 10 Jahre länger Straße bauen in Indien. Kann ich machen, warum nicht? Ja, Das ist doch kein wann Problem. sollen wir Sklavenhändler Herr schicken, Denker. right? Herr Denker, Wann sollen wir aber ich muss eins Sklavenhändler sagen. schicken? Ich habe deine Kollege, deine Kumpel nicht beleidigt. Glaub Doch, mir, ja? Ich habe der gesagt, gesagt, das ist mein Bruder, ich würde für ihn sterben, right? ist doch schön, das ist gut, was du machst. Aber ich habe ihm gesagt, wie viele Zähler hast du? Der hat gesagt, ich habe drei Zähne. Ich habe keinen Zahn gefragt. Weißt du, der hat mich falsch Oh, oh verstanden. mein Ich habe Gott. ihn nicht beleidigt, siehst Oh mein Gott, der ist du? jetzt bei Deshalb. Badezimmer gegangen. Warte mal, sollen wir den rausholen? Ja, Entschuldigung, bitte holen Sie ihn warte mal, raus. muss zum Toilette, Ja, glaube nee, ich. Warte mal. ihn raus. Ich nehme die Ja, lauf Telefonnummer mal mit. bitte, Warte ja. mal. Komm mal mit. Ja, mit. Ja, nimm mit. Okay. Hallo Peter. Du musst rauskommen. Du hast Frau nur falsch gestanden, die nicht schlecht mit dir reden. Peter. Hallo. Jetzt hat er den Dusche angemacht. Hallo. Peter. Arschloch. Oh Gott. Ja. Was, Der hat mich falsch verstanden. ja, das wohl falsch gestanden machen, right? Ich habe einen Fehler gefragt. Weiß nicht, warum der jetzt Dusche anmachen und Toilette spülen. Der will mir nichts zuhören. Peter. Weiß Aber der ist halt nichts ganz normal bei Shadow, right? auch nicht. Vielleicht muss man Betreuer anrufen. Peter. Mach die Sachen bei Betreuer, Ja. Denker. Der ein Also Betreuung mach Strom hatte. und Gas. Er hat ein Ach Betreuung so. bekommen, right? Weil wir können nichts machen. Und Wir nur Kumpel, right? Und der dann mit ihm zu hingehen, wenn naja. der muss bei einem Amten kommen oder bei Gerichtsgehandlung und der dann mitkommen. Weil der ja Okay. Ach Dachschaden, so, right? okay. Und das heißt, nein, nein, kein Problem, das wusste ich nicht. Aber ich eins muss ich sagen, ich habe deinen Freund nicht beleidigt. Ich habe ihn gefragt, wie viele Zähler du hast. Er hat gesagt, ich habe drei Zähne. Er hat mich falsch verstanden. Ja, das kann Das ja, meine ich. weil manchmal Leitung sehr schlecht Ja. geworden, right? Und vielleicht falsch Geständigung machen. Oh Ja, mein aber sag Peter, ihm das bitte. Aber sag ihm das sie hat bitte, ihn ja? nicht beleidigen, Peter. Beleidigen, Der jetzt genau. Dusche ausmachen. Darf ich reinkommen? So hat noch nie jemand in meinem Leben mit mir gesprochen. Meine Mutter hat gesagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Ja, das ist doch kein Fremde mehr. Das ist schon mit sie gesprochen, du hast du. Ich bin jetzt so traurig wegen meinen Zähnen. Ja, da brauchst du nichts traurig sein. Jetzt komm. Hallo. Möchten Sie noch mit ihm Da reden? bin ich. Ja, bitte. Ja. Hallo. Hallo Peter, Ja, ich bin's wieder. wieso Ich haben Sie habe. sowas zu mir gesagt? Ich bin jetzt sehr traurig. Nein, nein, bitte nicht traurig sein, Peter. Ich habe dich gefragt, wie viele Zähler du hast. Du hast mich nicht verstanden. Also die Leitung war ein bisschen schlecht, glaube ich. Und es war ein Missverständnis. Tut mir Das wirklich leid. Ich entschuldige mich. sage ich meiner Ja? Mutter. Ich werde das meiner Mutter sagen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Du bekommst keine roten Okay. Gummibärchen von mir. Kein Problem. Darf ich dich was fragen, Peter? Ja, aber nur nette Sachen. Natürlich. Dein Freund hat gesagt, du hast einen Betreuer. Kümmert sich um Strom und Gas deine Betreuer? Der macht alles für mich, außer aufs Klo gehen. Und was kann ich selber? Okay, oh, natürlich. Und dieses Strom und Gas macht dann dein Betreuer, richtig? Der hat alle meine Unterlagen und ich muss es Ach bezahlen. so. Das ist nicht gerecht. Ach so. Ach so, dann können wir dir die Unterlagen nicht draufschicken, weil du einen Betreuer hast. Geht ja nicht, ja?
Genau, Der ne? kommt morgen früh. Okay, dann rufe ich halt morgen früh nochmal an, mit deinem Betreuer zu sprechen, ja? Und ich wollte dich nicht beleidigen. Der heißt Dorian. Dorian, okay. Winter. Okay, Herr Hugendobel. Ja. Nochmal, wie gesagt, ich wollte dich nicht beleidigen, tut mir leid, ja? Ich kann dir noch mal Herr verzeihen. Hugendobel. Ja, das ist so in Danke dir. Ordnung. Okay. Fehler passieren uns Du bist allen. bitte. Natürlich passiert uns allen Fehler. Herr Hugendobel, ich bedanke mich aber ganz herzlich. Du bist wirklich spitze. Du hast wirklich gut Danke, mitgemacht. danke. Ja. Ich melde mich dann morgen nochmal, ja? Ich wünsche dir einen schönen Abend heute. Bis dann. Ja? Danke gleichfalls. Danke sehr. Auf Tschüss. Wiederhören. Alter, wie episch ist das denn? Die wird nochmal anrufen. Wir werden sie wieder kaputt machen. Episch.